Das ist unser letztes gutes Zeug. Ich weiß. Ein paar der Flaschen habe ich schon 10 Jahre. Aber wir brauchen das Geld. Raus damit. Na los doch. Aufladen. Schön, euch zu sehen. Boss, gibt's Neues von der Sache mit Salvatore? Das war gut, Tom. Gilotti hat nichts mehr in der Hand. Das gibt uns Zeit, bis das Geld ausgeht. Aber noch nicht die Farm verkaufen, Boss. Sam meint, du hast dir was überlegt. Ja, und es wird Ihnen gefallen. Wir machen Kohle und geben Morello nebenbei was auf die Fresse. Okay, dann lass mal hören. Vor ein paar Wochen sitze ich in einer Zigarrenlounge in Blue Tropics. Wo? Ist nur ein kleiner Puff. Nur ein paar kleine Kammern mit dreckigen Matratzen. Ist ein Herrenclub. Mit Bar und allem. Naja, ein Typ ist komplett dicht. Jammert der Alten mit seinen Problemen die Ohren voll. Ist mir nur wegen seinem bekloppten Akzent aufgefallen. Er labert und labert, dass er so richtig fett abkassiert hat. Aber die Typen, für die er arbeitet, setzen ihn unter Druck. Seine kaputte Nase spricht Bände. Hast du für ihn bezahlt? Niemals. Aber ich habe ihn rausgebracht und mich mit ihm in den Diner um die Ecke gesetzt. Haben uns unterhalten. Stellte sich raus, er heißt Gates. Ein Landei aus Kentucky. Schwarzbrenner? Besser. Sein Alter hat ein paar richtige Destillerien. Und dreimal darfst du raten, wer ihm seinen Fusel hier exklusiv abnimmt. Morello. Und du glaubst, er will sich rächen? Oh ja, ich bin seitdem an ihm dran. Er kommt heute Abend mit einer neuen Lieferung, aber er würde mit all seinen Leuten die Seiten wechseln. Alles, was wir tun müssen, es muss wie ein Überfall aussehen. Ich weiß nicht, Pauli. Traust du diesem Kerl? Er hasst Morello, glaub mir. Außerdem haben wir keine Wahl. Wir sitzen hier bald auf dem Trockenen, Boss. Was meinst du, Tom? Wir brauchen einen neuen Lieferanten. Wenn Pauli sagt, Gates kriegt das hin, warum nicht? Treffpunkt? Die Parkgarage in der Innenstadt. Okay, von mir aus. Aber diesmal hältst du dich zurück, hast du verstanden? Nimm Carlo und Little Bill mit. Klar doch, Boss. Hast du den Truck? Komm her damit. Wir enttäuschen Sie nicht, Boss. Ich will es nicht bereuen, dass du Zeit mit den Jungs auf der Straße verbringst, Carlo. Sorgen Sie sich nicht um mich. Tue ich nicht. Tommy macht das für mich. Ich passe auf ihn auf, Boss. Buona Fortuna, Jungs. Wir treffen Sam und Little Bill in der Stadt. Alles in Ordnung, Carlo? Machst dir wohl in die Hosen? Ach, lass das. Große Sache, was? Endlich bist du mit dabei. Hör zu, ich habe mehr Zeit mit dem Don verbracht als ihr alle zusammen. Klar. Hast auf der Straße gewartet, bis er mit seiner Braut fertig war. Wenn ich nicht mit soll, kein Problem. Ist okay. Der Boss muss es nicht wissen. Nein, du kommst mit. Das hat der Boss gesagt. Du siehst viel zu hübsch aus. Ehrlich. Gates soll nicht denken, wir wären Nieten. Warum ist Gates sauer auf Morello? Als Gates das erste Mal mit seinen Trucks ankam, wollte Morello die Konditionen ändern. Er hat ihm was auf die Nase gegeben, als Teil der Neuverhandlung. Seine Nase kriegt noch mehr ab, wenn Morello hört, dass wir dabei sind. Deshalb tun wir so, als würden wir ihn überfallen. Dann jammert er seinem Paps die Ohren voll, dass er ausgeraubt wurde. Er überzeugt den Alten, dass Morello die Ware nicht beschützen kann. Ja, vorsichtig! Wo war ich gerade? Ah ja, deshalb tun wir so, als würden wir ihn überfallen. Dann jammert er seinem Paps die Ohren voll, dass er ausgeraubt wurde. Er überzeugt den Alten, dass Morello die Ware nicht beschützen kann. Und als neuen Käufer hier draußen bringt er dann den Namen Salieri ins Spiel. Dieser Plan ist Mist, Tom. Pauli hat mir gestern davon erzählt und er ist noch schlimmer geworden. Wenn du einen Hinweis für den Boss hast und ihn nicht nur kutschierst, ja? Dann kannst du mitreden. So lange hältst du dein dreckiges Maul. Wenn du so besser schlafen kannst. Aber heul nicht, wenn Morello sich dich zur Brust nimmt. Echt jetzt? Meinst du das ernst? Leute, hört auf! Himmel!
Ich mache hier viele Deals. Der Parkwächter will nicht viel dafür. Macht immer zu, bis ich fertig bin. Okay, alles in Ordnung. Gates wartet ganz oben. Hier ist soweit alles sauber. Autobesitzer sind arbeitende Menschen. Tagsüber ist es hier wie ausgestorben. Wir arbeiten auch und sind hier. Und was für eine Arbeit! Müssen wir sonst noch was über Gates wissen, Polly? Nur, dass er eine kaputte Nase und Kisten voll gutem Zeugs hat. Das ist unser Mann. Das ist unser Mann. Park da drüben. Polly! Schön, dich zu sehen, Mann. Ja, dich auch, Gates. Also, ihr kennt euch hoffentlich mit Whisky aus. Ich bin hier nicht so der Fachmann. Tommy! Die erste Zahlung. Wenn's dem Don schmeckt, zahlt er weitere. Ja, und sie werden immer größer. Wir werden alle noch reich, Jungs. Wir machen gern Geschäfte mit anständigen Leuten wie Don Salieri. Bitte, bestell ihm meine Grüße. Sicher. Jetzt müssen wir den Deal nur noch abschließen. Ja! Verdammt, Molly! Nein, nein! Schon okay. Was? Ich sagte doch, es muss wie ein richtiger Überfall aussehen. Meine Nase ist sicher krumm und schief, wenn ich hier fertig bin. Ach, keine Sorge. Mit der vielen Kohle, die du einstreichst, kaufst du dir einfach eine neue. Pass auf! Oh, sie vorne erledigt, bin ich hier hinten sicher mit dem Kleinen. Carlo, in den Wagen. Tod nützt du nichts. Tommy, sieh nach, ob das alle waren. Es ist noch nicht vorbei. Komm, ich gebe dir Deckung. Ja, hier kommen noch mehr. Ich hab ihn gesehen. Und der Helle war der Bastard versteckt. Thank you.
Wir müssen löschen! Wir brauchen Feuerlöscher oder sowas! An der Decke sehe ich Sprinkler! Wir müssen sie einschalten! Irgendwo gibt's bestimmt ein Ventil zum Drehen! Kommen wir irgendwie durch den Zaun? Aufnehmer Wiedersehen, du Schwein! Das tut weh! Gesicht. Bleib zusammen und in Bewegung. Beschütz den Fusel. Ich fahre den Laster mit dir. Schieß, wenn du jemanden siehst. Natürlich ist es nicht vorbei. Ich hab ihn gesehen. Schnapp dir den Wagen und fahr mir nach. Sicher, Sam. Woher wusste Morello von meinem Deal? Lauter Schläger in dieser Stadt. Bringen wir den Fusel in die Lagerhalle und versuchen, nicht draufzugehen. Ich wusste, dass noch mehr kommen. Okay, bremsen wir sie aus. Trefft sie, wo es wehtut! We'll be right back.
Wir haben sie alle abgeschüttelt. Dem Himmel sei Dank. Auf nach Hause. Mal sehen, was wir haben. Wir haben den Fusel. Ist zwar nicht nach Plan verlaufen, aber den Fusel haben wir. Ja. Und heute Abend kippen wir uns was hinter die Binde. Das haben wir uns verdient. Na, 38er. Haben Morellos Jungs euch erwischt? Ja, Boss. Haben sie erledigt. Was ist mit dem Jungen aus Kentucky? Hat eine Kugel abgekriegt. Aber der ist hart im Nähen. Er und seine Jungs sind abgehauen, als wir mit Morellos Leuten fertig waren. Es gibt Gates und seinem Papi einen Grund mehr, an Morello keinen Whisky zu verticken. Gut, mal sehen, ob der Fusel den Ärger wert war. Exzellent. Ich bespreche alles mit dem alten Gates. Und sobald das mit dem Kentucky-Stoff läuft, sind wir wieder im Geschäft. Gute Arbeit, Junge. Bin stolz. Bin auf alle stolz. Saludo. Saludo. Saludo.